Und damit hallo und herzlich willkommen zur Halle der Tapferkeit Tyrannisch Stufe 11. Und ich kann bomben, wie ich möchte. Wir haben jetzt hier ein Heiler- und Tank-Pärchen. Hunter und Krieger gehören auch zusammen. Hunter wird gepusht. Und ich kann mich ausleben. Einfach drauf dann. Die Wochen gefallen mir immer am besten, wo man gnadenlos einfach irgendwo drauf kann. Boah, 110k DPS. Macht mich verrückt, aber ich bin es halt. Waffen wegklemmen. Und immer noch 75k DPS. Ja, kann sich sehen lassen. Okay, das war gut, dass er den da hingezogen hat. Sehr nice, sehr nice. Die Heilerin hat gerade nichts zu tun, deswegen springt da Katze mit rein. Ist wahrscheinlich um den einen oder anderen Schadenspunkt zu machen, nicht verkehrt. Ah, okay, wir wählen nach Dazin. So, welche Seite nimmt er? Welche Seite nimmt er? Die Seite, okay. Okay, ich muss auch mehr darauf achten, was zu zaubern. Auf dem Tempo zu bleiben mit dem Schaden, ne? Der Warby hat mich jetzt überholt. Ist schon. Ja. Oh, jetzt hab ich den da drin gesagt, scheiße. Das darf mir natürlich nicht passieren, dass ich den in der Rune stunne. Das ist ja mega dumm, ey. Okay, der zieht ihn hier raus.
Ja. Wir kommen nicht durch, der hat ihn gepolt. Ich glaube aber, das war Absicht, den zu killen. Da kommt es dann in die Fresse. Ich muss das echt ausnutzen, dass ich hier ballern kann ohne Ende. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mit Mut und großer Ehre erkämpfte sich Hyria ihr Recht auf dieses heiligste aller Rituale. Nun soll sie emporsteigen als eine meiner erwählten Valkyrie. Und ihr Name soll ewiglich durch diese göhnende Rolle scheinen. Keineswegs. Ich bin aufgeregt. Mein Leben ist einzig. Die Elemente gehorchen in die falsche Richtung. Ich bin vielleicht gerade nicht so viel am Sagen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich da doch versuche, schon mit einigermaßen Konzentration ranzugehen. Von Hellwasser gelernt, sonst trotz alledem. Wenn man hier Schaden abbekommt, den man vermeiden kann. Ich habe kein Ziel. Ihr entweicht dieses Ritual mit eurer Anwesenheit, Sterblicher. Das war gut. Da gleich was, um in eure Halle zu wenden. Bei Odin wollte ja meinen Namen eh schon in dieser Hallen selbst mit seiner Hand. Ihr werdet erfahren, dass ich glaube, ich bin jetzt kein einziges Mal getroffen worden, kann das sein? In euch, Hyria. Ja, es sind nur Stufe 11, aber am normaler Regen. Sag mal, das war. Wir müssen jetzt die Phase überleben und dann noch mal drüben die Phase. Die Elemente gehorchen mir. Ah, und ich laufe noch voll in die Kugel rein. Ey. Eigentlich haben wir drei, die wieder aufstehen können. Eigentlich. Jetzt lege ich erstmal im Dreck.
Ja, das gleich, wenn die rüberkommen, wahrscheinlich nochmal. Boah. Ist auch die Todjägerin. Das Licht umgibt euch, Hylia. Hinfort aus diesen heiligen Hallen! Die denken aber nicht dran, einen wiederzubeleben irgendwie. In die falsche gesetzt. Oh, einmal bedanken, hat uns da wieder hingestellt. Ich komme da vorne nicht ran, weil... Vor. Ah, im Moment ist Paladin echt die unmobilste Klasse irgendwie. Das zeigt alle. Ich habe gerade nochmal meinen Deficit gezogen. Gut, dass er gerade meinen Pony nicht genommen hat. Besser. Er holt direkt die hier mit, weil er denkt, dass wir die auch mitbringen, wenn wir dann nachher wegrennen vor dem rein. Sauber, aber ich gehe davon aus, dass es der richtige Schritt ist. Weil der eine oder andere bestimmt da auszusehen, in die dann reinrennt. Wenn er vom Blutgeruch wegrennt.
Jetzt kriegt er aber voller Hotze von mir hier ab. Ohne Gnaden. Und nochmal Schaden reduziert. Ist aber schwer an dem Krieger wieder ranzukommen, aber ein Furore-Krieger mit so viel DPS auch auf Bossen ist schon nice. Ich mit meiner Kriegerin wahrscheinlich nur ein Lied von singen, wenn die mal auf dem Level ist. War trotz zwei Tode immer noch sehr, sehr gut in der Zeit. Wir wollen die mitnehmen. Okay, aber lässt die da stehen. Hofft natürlich, dass wir die nicht aussehen können. Mit dem Flügelchen, wie das da rumgehampelt ist, 1A. Bei dem kann man das Innere quasi sehen, aber bei mir nicht. Achso, weil das der Mond war, der markiert war. Okay, dann habe ich das. In euren Prüfungen habt ihr Stärke geschickt und für eure Klageschreie werden durch die Ewigkeit alle. Ja, ich brauch den auch nicht mehr wegziehen. Okay, den habe ich nicht unterbrochen. Ich habe euch unterschätzt. Ich bin geschlagen. So, dann nur noch Gottkönig Skowald und Ode. Wenn sie die Aegis nicht aus freien Stücken übergeben, dann soll ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. Gebt die Aegis auf oder sterbt! Das glaubst auch nur du.
was ist ja nicht mehr Schaden, aber okay, schon ein bisschen, aber nicht genug. Das ging schnell. Höchst beeindruckend. Ich hielt die Kräfte der Valachar stets für unerreicht. Also den kürzen sie ab. Steht ihr hier vor mir. Und der labert und labert und labert. Eine letzte Prüfung erwartet euch noch. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln. Mach mal. Und euch eine würdige Belohnung gewähren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Habe ich keinen würdigen Gegner? Lass den Kampf beginnen! Die Elemente gehorchen mir! Knapp. Jeder Gegner hat eine Schwäche. Ich finde. Ich muss auf blau, ich muss da hinten. Jawoll. Genug. Ich. Valachar hat sich um 250 verbessert, das ist auch geil. Oh, ich bin fast an den 1800. Schöner O-Fokus wieder für mich. Sehr, 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 sehr nett. Tempermeisterschaft Platte. Gibt er mir das jetzt? Ich hab doch kritisch. Vielseitigkeit. Oh. Ich sag nicht nein. Das Tank-Equip auf jeden Fall habe ich nur die da. Sehr nice one. Was bekommen noch von dem lieben Krieger? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Instanz wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.